Ich hab's ja nicht gesehen. Das ist wieder genau so. Nein, überhaupt nicht. Ja, stopp. Zu viel. So, jetzt meinen Kopf abwischen. Ja, so vielleicht. Und jetzt müsstest du nur noch den Fokussierkasten von der Pflanze wegnehmen und auf einen von uns. Auf so, meine deine Brüste. Brust ist scharf. Das ist so scharf, die Brust. Ich nehme jetzt noch kurz meinen Teebeutel hier raus. Ja, nimm noch den Teebeutel raus. Ich bin fasziniert, wie scharf meine Brüste gestellt sind. Ich habe jetzt immer so einen gelben Kasten hier auf meiner Brust. So. Aua, aua. Hast du dich bekippt? Nee, aber mein kleiner Zeh, kennst du das, wenn er sich in so einem... Wenn jetzt der kleine Zehennagel in so einem Faden in der Socke, wenn er da so drin hängt. Was? Au! Ah! Na, man hat doch in der Socke so Nähte. Und. Oh. Wenn man dann so einen langen Zehennagel hat wie ich, dann bleibt man da drin. Au! Oh, der ist bestimmt umgeklappt. Oh, Scheiße! Mhm. Warum habe ich denn jetzt eine verstopfte Nase? Bist du allergisch auf mich? Ja. So, los geht's. So, hallo und herzlich willkommen zu einem Fragenfreitag. Hallöchen allerseits. Ach ja, stimmt. So, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ja. Wir haben heute ganz interessante Gäste hier, nämlich natürlich Anna. Wen? So, ich stelle dir die Fragen, richtig? Nee, du kannst das gar nicht lesen, deswegen stelle ich die Fragen. Und außerdem geht's um dich. Uns beide. Ich dachte, es geht auch mehr um dich. Es geht um Schwangerschaft und Geburt und es mehr sind ist viele, dein Thema. Viele Fragen auch an dich. Ich kann auch gerne meine Expertise einbringen bei genau. den Themen Schwangerschaft und Geburt. So soll das ja auch sein, schließlich. Okay. Genau, ihr habt uns auf Instagram wieder ganz viele Fragen gestellt und ich habe jetzt so die beliebtesten und häufigsten rausgesucht. Das ist ein ganzes A4-Blatt geworden auf unserem wunderschönen Aktion-Mensch-Blog. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir direkt mal an. Ist keine Produktplatzierung gewesen gerade. Nein, nur weil das ist hier so, Werbegeschenk. So offensichtlich drauf gedruckt. Genau. Also, muss man ja sagen. Ja. Müssen wir das jetzt als Werbung kennzeichnen? Keine Ahnung. Naja, jedenfalls. Wir machen es einfach. Jedenfalls starten wir jetzt einfach mal mit den Fragen. Und zwar als erstes, was waren die dümmsten Fragen und Bemerkungen, die du in deiner Schwangerschaft gehört hast? Ich musste so lachen, weil diejenige, die das geschrieben hat, die hat drunter geschrieben, dass bei ihr tatsächlich jemand gefragt hat, ob sie zugenommen hätte. wo ich mir so dachte, oh mein Gott, ey, wenn das einer zu mir sagen würde, jetzt, dann würde ich wahrscheinlich irgendwas sagen wie, was willst du denn damit sagen? Findest du mich dick oder irgend sowas? Und ich meine, in der Schwangerschaft ist es einfach so, dass man zunimmt und offensichtlich sieht man das auch ab einer gewissen Weite. Dann mit dem Bauch. Aber bei mir war es gar nicht irgendwie dumm oder böse gemeint oder so, aber das, was ich am allerwitzigsten, beziehungsweise wo ich so sehr entsetzt drüber war, war, da sind wir gerade von irgendwo wiedergekommen und hier unten an irgendeinem Restaurant vorbeigekommen und wir haben jemanden getroffen, der uns halt kennt, die uns kennt und sie hat mich gesehen und hat gesagt, oh schön, Mensch, wie lange hast du denn eigentlich noch? 2 Wochen? Und dann ist mir schon alles aus dem Gesicht gefallen und sie muss das schon so gemerkt haben und gesagt, 3 Wochen? Und dann habe ich gesagt, 12. 12 Wochen noch. Da war ich irgendwie noch nicht mal 30. Woche. Und ja, da habe ich dann auch gedacht, also, na toll. Ich glaube aber, dass es ihr trotzdem unangenehmer war als mir in dem Moment. Das ist auf jeden Fall das, was mir im Kopf geblieben ist. Dann noch eine Frage, die eher nur an mich dümmsten geht. Dümmsten Fragen, halt, ich habe noch was. Ja. Damals, als du im Krankenhaus warst, da warst du doch wochenlang im Krankenhaus. Und ich war jeden Tag da und bin dann irgendwie immer abends wieder raus. Und irgendwann habe ich da unten einen ehemaligen Fußballkumpel getroffen, mit dem ich, weiß ich nicht, mal in der D-Jugend zusammengespielt habe oder irgend sowas. Und der sagte, ah, oh, hey, schön dich zu sehen und so, hey, wie geht's dir und sowas. Und ja, erzählt's halt so kurz und dann sagt er, ah, du, ich hab gehört, deine Freundin ist schwanger. Ich so, ja, ist scheiße, oder? Was? Wo du dann so sagst, Alter, also, was soll ich jetzt so drauf machen? Also erstens, ja, ist echt scheiße. Ja. Also erstens, wie wäre das, wenn du sagen würdest, ja, eigentlich schon, es ist ja nun mal zu spät. Und zweitens, also, was erwarten die für so eine, also, für eine Antwort? Frag ich mich immer. Oder was erwarten die, was da mit mir passiert? Also gehe ich dann nach Hause und ich war eigentlich die ganze Zeit so, hey, wir kriegen ein Baby. Und dann sage ich so,
Aber der hat jetzt gesagt, dass es ganz schön scheiße ist eigentlich. Wenn der das sagt. Ja. Ach, also das ist wirklich voll cool. Ich finde, sowas könnte man sich dann einfach verkneifen, ne? Jetzt haben wir noch eine Frage, die eher an mich geht, deswegen kannst du erstmal trinken. Ach, was würdest du gerne noch fürs Baby nähen? Also. Was soll das jetzt heißen? Willst du etwa auch was fürs Baby nähen? Also angefangen habe ich jetzt eine Patchwork-Krabbeldecke, also eher etwas für später. Allerdings fehlt mir jetzt noch das Futter dafür. Franz muss schon lachen, weil das nee, liegt. Ich lache wegen was anderem. Ach so, okay. Ich dachte, du lachst, weil das hier schon die ganze Zeit immer hängt und ich nicht fertig werde. Ich überlege nur gerade, was ich nähen könnte. Dann habe ich an unseren Merkenunterricht in der Grundschule gedacht. So ein Eierwärmer? Nein, ach, sowas könnte ich nie. Obwohl, doch, habe ich auch gemacht. Ich wollte gerade sagen, nee, aber es gab immer diese Pappkarten, da war so eine Ente drauf gemalt. Wo und man so lang sticken musste. Durch die Löcher durch. Bevor ich doch eine Löcher. Stimmt. Die auch noch mit Zahlen nummeriert war. Sowas könnte ich nähen fürs Baby. Also du übernimmst die Kinderzimmerdeko. Selbstgenäht. Nee, auf jeden Fall. Lieber. Die Krabbeldecke. Oh, mir krabbelt's jetzt. Die Krabbeldecke wird auf jeden Fall noch fertig. Ich brauche nur noch was ich da reinfüttern kann. Ich weiß noch nicht so richtig, was man dafür benutzt. Muss ich nochmal nachlesen. Und ich möchte auf jeden Fall noch ein Babynestchen nähen. Ich habe dafür jetzt auch schon alle Zutaten bestellt. Wir blenden hier mal ein Bild von unserem Stofflager ein. Nein, dafür habe ich nur wenig Stoff bestellt, aber ganz viel Füllmaterial. Ach, und toll. Das, aber das wird bestimmt so schön. Darauf freue ich mich wirklich richtig. Und ich hoffe, dass ich das noch vor der Geburt schaffe. Hättest du da nicht so ganz viel Altkleider reinstopfen können als Füllmaterial? Nee, das geht nicht. Okay. Genau, und das... Auf jeden Fall. Und dann habe ich hier eigentlich auch noch also was ich jetzt schon genäht habe, ein Strampelsack, das wollte ich unbedingt machen, damit bin ich fertig. Und ich wollte gerne nochmal so ein Overall nähen, weil ich habe den ja irgendwie, warum auch immer, in Größe 68 genäht. Und jetzt habe ich hier aber noch so ein niedliches Paneel mit so einem Nilpferd drauf. Und daraus würde ich gerne nochmal so ein Overall nähen, den man dann einfach so drüber ziehen kann. Was leichteres, vielleicht in Größe 56. Genau. Aber ansonsten, was sich halt ergibt. Es wird schon noch einiges zusammenkommen. Okay, so, jetzt kannst du gleich mitreden. Nämlich die nächste Frage und auch eine sehr, sehr beliebte Frage ist, wo willst du entbinden? Also, wenn es nach mir ginge und die Frage heißt, wo willst du entbinden, würde ich am allerliebsten zu Hause entbinden. Das funktioniert allerdings nicht, weil es hier keine Hebammen gibt, die Hausgeburten betreuen. Und ich hier einen Mann an meiner Seite habe, den ich sehr, sehr gerne bei der Geburt dabei hätte. Und der sich einfach wohler fühlt, wenn man dafür in einer gesicherten Umgebung ist. Und das kann ich auch absolut nachvollziehen. So Geburtshaus oder sowas wäre ja eigentlich dann auch wieder die erste Wahl gewesen. Jedenfalls aus diesem Grund kommt halt eine Hausgeburt nicht in Frage. Leider nee. Jetzt gerade für uns. Ja. Keine geplante? Nein, in der Weite. Also, für mich käme sie jetzt auch in Frage voraus. Also wenn man hier eine Hebamme hätte, die das machen würde, hätte ich da wirklich auch mit mir sprechen lassen. Aber halt alleine nicht. Nein, und alleine möchte ich das ja auch nicht. Ja. Und deswegen ist es halt von vornherein eigentlich klar, dass während der jetzigen Hebammensituation keine Hausgeburt für uns leider in Frage kommen kann, außer wir ziehen irgendwann nochmal um und kriegen dann irgendwann noch ein Kind. Dann könnte ich das vielleicht doch noch von meiner Löffelliste abhaken. Ja, dann hatten wir halt über Geburtshaus nachgedacht, weil wir ja auch Juna im Geburtshaus bekommen haben und es wirklich, also ich da wirklich sehr zufrieden war. Das hätte ich auch sofort wieder gemacht. Allerdings habe ich seit der 17. Woche Wehen. Bei mir ist alles... Jetzt klingt es halt blöd, aber ist nun mal so, alles sehr weich und alles sehr vorbereitet dadurch. Und wir rechnen im Prinzip alle mit einer schnellen Geburt, die keine 14 Stunden dauert oder so. Juna kam ja innerhalb von anderthalb Stunden und wir haben es gerade so ins Geburtshaus geschafft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mir so die Geburt dann doch auch nicht nochmal vorstelle, auch wenn es in der Situation einfach das Allerbeste und das Allerrichtigste war. Bloß mit diesem Wissen jetzt nochmal zu planen, eine Stunde lang ins Geburtshaus zu fahren, empfand ich nicht als die richtige Lösung mehr für uns. So, und was bleibt damit übrig? Ein Krankenhaus. Alle von euch wissen allerdings, die uns schon länger folgen, ich hasse Krankenhäuser und ich möchte eigentlich wirklich nicht im Krankenhaus entbinden.
Hast du auch Krankenhäuser oder liebt ihr Krankenhäuser? Schreibt das mal in die Kommentare. Stimmt, am besten hier oben ab. Nein, aber ja, ich hab einfach mit Emil nicht so gute Erfahrungen gemacht und deswegen kommt für mich als allererstes wirklich nur, vorausgesetzt ist alles gut, eine ambulante Geburt im Krankenhaus in Frage und in einem anderen Krankenhaus. Das heißt, unser Plan jetzt ist halt, wir fahren ins Krankenhaus, kriegen unser Baby und fahren wieder heim. Ja. Es ist definitiv nicht die Lösung, die meinen Träumen entspricht. Aber es ist für diese Schwangerschaft die einzige logische Lösung, die wir für uns gefunden haben. Auch wenn ich, wie gesagt, nicht 100% zufrieden damit bin. Und du? Du fühlst dann nicht so... Naja, was sagt man? Ich finde es... also ich meine, theoretisch kann ich da jetzt ein bisschen beruhigter sein. Weil in einem Krankenhaus zu entbinden bedeutet, das sind viele Menschen, die ja Experten auf ihrem Gebiet sind in einer gewissen Art und Weise. Und dementsprechend kann man ja die Verantwortung, die man selbst hat und die ich zum Beispiel jetzt hier hätte oder im Geburtshaus hätte oder so, die kann man ja ein Stück weit wegdelegieren. Andererseits kriege ich aber auch nicht das Kind. Und ich muss nicht damit klarkommen, was da so mit mir gemacht wird und was da passiert und wie vielleicht die Folgen danach sind. Und ich meine, wir haben das erlebt, was damals so gewesen war und was da für Folgesachen daraus entstanden sind. Und deswegen kann ich das jetzt nachvollziehen, dass sich Dana jetzt nicht drauf freut und Hurra schreit, dass sie wieder in ein Krankenhaus gehen kann. Andererseits sind wir da vielleicht auch ein bisschen vorbelastet, einfach ja. weil da einige Umstände dazu geführt haben, dass es vielleicht gerade bei dir eben so blöd hier, war und ja. so. Und vielleicht ja. ist es auch eine ganz gute Möglichkeit, jetzt so Krankenhäusern im grundsätzlichen Sinne eine neue Chance zu geben. Ja, man geht ja automatisch vorbelastet einfach in jede Situation rein und du gehst automatisch mit einer gewissen Abwehrhaltung in jede Situation rein, was ja verständlich ist, aber ja, also für mich wäre es jetzt auch ein guter Kompromiss gewesen, ins Geburtshaus zu gehen, aber wie gesagt, dadurch, dass in der unmittelbaren Nähe bei uns keins ist, sondern wir wieder eine Stunde hätten fahren müssen, ist es einfach unrealistisch, das zu machen. Und man kann jetzt auch nicht für 4 Wochen lang irgendwo hinziehen. Das wird eher schwierig umzusetzen. Die nächste Frage passt dann eigentlich auch schon dazu. Hast du Bedenken im Krankenhaus, was den Druck seitens der Ärzte bzw. des Personals angeht, dass dann irgendwann eingeleitet werden soll oder sogar ein Kaiserschnitt gemacht werden soll oder so? Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist meine größte Angst. Ich habe keine Lust, eingeleitet zu werden, nur weil es nicht schnell genug geht zum Beispiel. Also, und jetzt denkt ihr wahrscheinlich, kein Krankenhaus macht das mehr, aber doch, man hört halt schon so diese Geschichten und die pflanzen sich dann so in den Kopf und das sind schon auch so Sachen, wo ich mir Gedanken drüber mache. Deswegen, dadurch, dass wir aber mit einer schnellen Geburt rechnen, es kann natürlich auch immer ganz anders kommen und dann liege ich doch irgendwie, 20 Stunden in den Wehen. Man weiß es ja nicht. Und deswegen mache ich mir darüber schon Gedanken. Also für mich wäre zum Beispiel eine Beckenendlage keine Indikation für einen Kaiserschnitt. So, ich würde das gerne normal, also natürlich entbinden wollen, trotzdem. Und in diesem Krankenhaus, hier bei uns in der Nähe, wird aber eigentlich dann einfach immer ein Kaiserschnitt gemacht. So, und deswegen habe ich gesagt, wenn, dann entscheide ich mich für ein anderes Krankenhaus, das jetzt auch nicht so weit weg ist, wo die einfach spezialisierter auch auf Beckenendlagen sind, sollte sich das Baby doch wieder umdrehen, weil es liegt inzwischen ja richtig rum, dann habe ich da wenigstens die Möglichkeit und die Unterstützung seitens des Personals, das Ganze halt auch so auf die Reihe zu kriegen. Genau, also da habe ich schon Bedenken. Und das ist halt auch das, was Franz gesagt hat, da geht man definitiv vorbelastet rein und immer mit einer gewissen Grundskepsis schon. Und da muss man ja immer wieder sagen, hängt ja immer, also wenn man jetzt sagt, das Personal, dann spricht man halt immer von vielen Leuten. Ja. Und es kommt ja immer darauf an, wer genau da ist. Was der für Vorerfahrungen gemacht hat und so weiter. Also von daher. Ja. Aber es stimmt natürlich schon, dass man eben auch ein Stück weit entmündigt wird an bestimmten Stellen. Mhm. Was ja auch wieder nachvollziehbar ist, weil es muss im bestimmten Zeitrahmen irgendwie passieren und jeder steht irgendwie unter Druck und jeder hat bestimmte Vorerfahrungen. Aber trotzdem ist es halt so, dass man... Und im Krankenhaus gibt es ja auch definitiv ein paar mehr Vorgaben. Genau, und dass man eben stellenweise dann eben bevormundet wird und
Entscheidungen nicht so treffen kann, wie man das selbst möchte. Und das Richtig. Ist im Geburtshaus definitiv anders. Und das sind teilweise Kleinigkeiten, die mir aber sehr viel bedeuten. Ich möchte zum Beispiel bei der Geburt kein OP-Kittel tragen, sondern einfach entweder meinen ganz normalen Still-BH oder ein ganz normales Top von mir, weil ich mich damit einfach wohler fühle, als in so einem hier Krankenhaus-OP-Kittel. Oder ich möchte zum Beispiel auch nicht, dass ich eine dauerhafte Kanüle gelegt bekomme, obwohl das standardmäßig einfach gemacht wird. Ich möchte nicht, dass mein Baby nach der Geburt gebadet wird. Und ich weiß, das kann ich alles sagen. Aber das sind halt einfach so die Sachen, wo ich von Anfang an gesagt hätte, ich würde lieber ins Geburtshaus gehen. Aber wie gesagt, die Entscheidung ist halt einfach, also sie ist gefallen. Wahrscheinlich hätten wir es probieren können, aber das Risiko, das Auto im Baby zu kriegen, das Baby im Auto zu kriegen, war für mich dann einfach der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, das möchte ich nicht. Dieses Risiko möchte ich nicht eingehen. Ja, so, jetzt so ein paar spekulative Fragen. Was denkt ihr, was es wird? Mädchen. Ich denke, Junge. Also so bis zur 25. oder 27. Woche oder sowas war ich der festen Überzeugung, das kann nur ein Mädchen sein. Und dann hat sich das irgendwie so langsam geändert. Und jetzt denke ich eigentlich eher, Junge, du hast jetzt wieder umgeschlagen. Also es wechselt. Was denkt ihr, kommt Jojo vor dem Entbindungstermin oder danach? Ich denke davor. Davor. Aber nicht mehr im Juni. Also ich denke nicht so viel vor Entbindungstermin. So, dann, welche Erfahrung habt ihr damit gemacht, den Namen nach der Geburt zu verraten und nicht während der Schwangerschaft? Es ging dabei auch um doofe Kommentare, die dann eventuell kommen. Also wir haben ja immer die Namen nicht vorher verraten. Ich weiß, dass ich Emils Namen, glaube ich, Emil habe ich irgendjemandem verraten, weil der für uns was machen lassen wollte. Also eine Schnullerkette oder eine Decke besticken oder irgend sowas. Und Jonas' Namen hatten wir nur der Fotografin vorher verraten, weil wir damit halt so Post-it-Fotos gemacht haben. Ja, und ansonsten haben wir damit aber eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Also ich würde es nicht während der Schwangerschaft verraten, weil ich dann wiederum nämlich Angst hätte, dass jemand den Namen schlecht redet und wir es uns dann anders überlegen, obwohl wir den Namen eigentlich schön finden. Andererseits hätten die Familienmitglieder so halt die Möglichkeit, sich schon auf den Namen vorzubereiten und sich einzustellen und das Kind halt so, also das ist dann so selbstverständlich, dieses Kind heißt dann so und so, wenn es da ist. Du solltest damit nicht immer rumklappern. Ja, Mama. Dumme Bemerkungen kamen übrigens, also auch nicht so dumm, aber Bemerkungen kamen danach trotzdem, als ich meine Oma angerufen habe zum Beispiel, also die Uroma vom Emil, als Emil kam und ihr gesagt habt, dass das Baby jetzt da ist, da hat mein Opa, von dem ich am allermeisten dachte, dass der sich freut, dass Emil so einen schönen, klassischen, alten Namen gekriegt hat, da hat mein Opa gesagt, was? So einen alten Namen hat das Kind gekriegt? Na, was habt ihr euch dabei gedacht? Wo ich überhaupt nicht damit gerechnet hätte. Also dumme Kommentare gibt es wahrscheinlich immer. Hast du das empfunden? Also deine Familie hat sich ja einfach gefreut. Die sind da irgendwie einfacher. Würdest du den Namen auch vor der Geburt verraten, wenn wir einen hätten? Nee. Auch von dir auch so nicht, wenn du es alleine entscheidest? Ja, nee, weil warum? Also, nee, würde ich später machen. Nach der Geburt. Aber wir haben ja zum Glück noch keinen Namen. Ja, das ist nämlich auch eine Frage. Konntet ihr euch inzwischen auf einen Namen einigen? Nee, nicht so richtig. Weder für einen Jungen noch für ein Mädchen. Überleg mal, wenn das Kind die Kommis und du willst eine SMS rumschicken oder sowas. Hat leider noch keinen Namen. Das Kind ohne Namen. Aber geil ist ja, dass man dann trotzdem was zu verkünden hat. Nämlich erstmal, was es ist. Da hat man so zwei Überraschungen. Das ist doch voll cool. Ich finde das voll cool. Ach, ich bin immer noch froh, dass wir uns so entschieden haben. So. Konntet ihr euch auf einen Namen festlegen? Hatten wir gerade schon nein. Wie stellt ihr euch das erste Treffen der drei Kinder vor? Entspannt. Die Kinder werden reinkommen. Oh, ja. Oh, ist das süß. Und dann so nach 10 Minuten wird Emil sagen, Papa, können wir jetzt auf den Spielplatz gehen? Ja. Also alle beide sind super aufgeregt und erzählen auch ständig, was sie machen wollen. Sogar Juna hat jetzt letztens gesagt, ich will das Baby dann tragen und auf den Schoß nehmen. Ich stelle es mir eigentlich nicht im Krankenhaus vor.
wenn jetzt alles gut geht, dann könnte man mit einer ambulanten Geburt theoretisch ja 3 Stunden nach der Geburt nach Hause gehen. Allerdings würde ich es halt auch schön finden, wenn die Mäuse das Baby halt mit abholen können. Aber ich glaube, es ist so schöner, wenn das zu Hause stattfindet. Wir gehen jetzt auch mal davon, also ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen, dass es wieder spät abend, also in der Nacht irgendwann losgeht. Oder so, ja, das ist ja dann so. Dann würde das in unserer Idealvorstellung so aussehen, dass wir hier quasi sofort unsere Freunde anrufen würden, die würden hierher kommen, würden sich in die Wohnung setzen, würden auf die Kinder aufpassen. Dann würden wir losfahren, das Kind kriegen, wieder zurückkommen. Klingt ein bisschen doof. Und dann wären wir im Prinzip am nächsten Morgen irgendwann wieder hier. Das ist jetzt selber spitz dargestellt, aber so würde das dann aussehen. Das heißt also, die Kinder sitzen beim Frühstück und dann würden wir vielleicht mit dem Baby hier dazukommen. Ich denke, dass das besser wäre, als die Kinder irgendwo zum Krankenhaus zu karren und dann zusammen nach Hause zu fahren wieder. Weil ich stelle mir immer vor, du kannst vielleicht nicht gut laufen oder irgend sowas. Wir müssen das Baby tragen und vielleicht noch allerhand Zeugs drumherum. Da ist es, glaube ich, einfach entspannter, das ohne Kinder zu machen. Ja. Und dann hat man halt hier die gewohnte Umgebung. Genau. Wenn die hier in ihrem geschützten Rahmen sind und sowas, dann ist das alles super. Genau. Und dann haben die halt auch einfach Zeit. Da muss man dann nicht sagen, so, wir müssen jetzt aber langsam los oder wir müssen jetzt ins Auto oder wir müssen jetzt aussteigen oder was weiß ich. Sondern hier haben wir dann halt ganz in Ruhe Zeit. Wenn es wirklich in der Nacht losgeht und es wäre ein Wochentag, würde ich die Kinder dann auch zu Hause behalten. Also zumindest den ersten Tag. Damit halt einfach alles, also damit sich alle in Ruhe kennenlernen können und keiner sich dann ausgeschlossen fühlt. So nach dem Motto, ja, die kommen jetzt mit dem Baby nach Hause und uns schmeißen sie raus. Das würde ich total blöd finden. Und aber insgesamt stelle ich mir das schon so vor, dass sich auch beide sehr, sehr freuen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dann jemand vor Eifersucht gleich anfängt zu schreien oder so. Ja, wäre es eine Option, die Kinder bei der Geburt dabei zu haben? Also geplant nicht. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich, also das ist, aber es kommt immer so auf die Situation, aber grundsätzlich würde ich sagen, ich hätte sie dann lieber so dabei, als sie jetzt irgendwo abschieben zu müssen, weil jetzt unsere Freunde gerade nicht da sind oder meine Mama gerade nicht kommen kann oder was weiß ich. Weil wenn dumme Zufälle zusammenkommen, würde ich dann eher sagen, weißt du, wir nehmen sie mit. Du bleibst mit denen irgendwo in der Nähe und keine Ahnung. Dann regeln wir das so irgendwie. Das würde aber unter Umständen bedeuten, dass du dann alleine im Kreißsaal wärst. Aber das wäre mir lieber, als jetzt mir Sorgen machen zu müssen, was ist jetzt gerade mit den Kindern. Aber das bedeutet, die Frage war ja jetzt so, kannst du dir vorstellen, dass die Kinder bei der Geburt dabei sind? Ach so, das würde quasi bedeuten, ich gehe mit 2 Kindern an der Hand in den Kreißsaal. Und das ist was ich mir absolut nicht vorstellen kann. Weil das ist erstens für die Kinder vielleicht teilweise traumatisierend oder keine Ahnung was. Ja. Und zweitens ist es so, dass sich auch ich nicht, also ich kann mich dann nicht darauf konzentrieren, weil ich ständig gucken muss, was machen die Kinder, stehen die gerade nicht irgendwie im Weg, reißen die nicht gerade irgendwas runter, machen die gerade irgendwas dreckig, ist ihnen vielleicht gerade langweilig, dann kommt Emil mit seinem Papa, können wir jetzt auf den Spielplatz gehen. Also, weißt du, so. Die verstehen das ja auch nicht, wenn ich dann da solche Schmerzen habe. Also die können das ja nicht in dem Maße halt verarbeiten, schätze ich mal. Aber ich habe auch schon Videos von Hausgeburten gesehen, da sind die Kinder einfach mit dabei und es sah total idyllisch und schön und familiär aus, aber zu Hause ist das dann einfach was ganz anderes, als wenn die mit ins Krankenhaus müssten. Weil zu Hause sagst du dann eben, Mama, wo kommt denn das Baby? Und Mama ist aber irgendwie am Sofa oder im Bett oder im Wasser da oder so. Und die haben hier Möglichkeiten, dann ins Kinderzimmer zu gehen. Und dann wäre ja hier auch definitiv noch eine andere Person, zum Beispiel meine Mama, die sich dann darum kümmern würde. Und Krankenhaus ist halt per se schon mal was, wo auch die Kinder natürlich, also ich weiß, als ich das letzte Mal mit Emi beim Notdienst war, also einfach beim Notdienst normalem Allgemeinarzt quasi, also weil es am Wochenende war, Emi hört schon Krankenhaus und geht halt schon so auch rein wie, oh mein Gott, was ist jetzt los? Und der steht sofort, der ist so richtig ehrfürchtig quasi. Und niemand geht gerne ins Krankenhaus. Ich glaube auch. Und das ist halt so, ich glaube, er könnte auch nicht so ganz entspannt da drin sein. Und das ist das, wo ich so ein bisschen. Und dann hast du vielleicht noch die Situation, dass da vielleicht noch mehrere Frauen entbinden und vielleicht noch die Hebamme im Stress ist oder sowas. Und dann stehst du da noch mit den Kindern. Und das ist sowas, was ich mir halt sehr schwierig vorstelle. Deswegen käme es für mich eigentlich nicht wirklich in Frage. Im allergrößten Notfall. Genau, das ist natürlich immer müsste so. Müsste man die mitnehmen und dann müssten die Kinder dort halt mit dir warten, bis jemand kommt, um sie da abzuholen. Genau. Aber die mit in den Kreißsaal zu nehmen, ich glaube, das würde auch von den Hebammen aus gar nicht funktionieren, oder? Glaube ich auch nicht. Ja. Also es gibt genügend Möglichkeiten im Prinzip, genügend Menschen, die das sich um unsere Kinder kümmern. Aber also es dauert halt bei allen. Bescheid gesagt. Aber es dauert halt bei allen mindestens eine halbe Stunde oder sowas, bis jemand da ist. Da. Genau. So.
Wurdest du in der dritten Schwangerschaft ängstlicher? Ich war in allen Schwangerschaften ängstlich, außer bei Emil. Da war ich mir eigentlich der Sache sicher. Als ich dann aber gemerkt habe, was eigentlich alles während einer Schwangerschaft so passieren kann und schieflaufen kann und was da dazwischen kommen kann und dann noch die Fehlgeburt danach, ab da war es bei mir wirklich, also ich hatte bei Juna riesengroße Angst und ich hatte jetzt riesengroße Angst und habe das auch teilweise nach wie vor noch. Also wenn sich das Baby einfach nicht bewegt, zum Beispiel, wenn ich ins Bett gehe, weil es sich eigentlich immer bewegt, wenn ich mich hinlege, dann könnte ich wahnsinnig werden. Ich muss das dann wecken und muss das dann spüren, dass da noch alles okay ist. Also es ist jetzt nicht so, dass ich täglich zum TCG schreiben gehe, das nicht, aber trotzdem bleibt mir hin und wieder schon mal das Herz stehen, wenn sich es halt, wie gesagt, zum Beispiel nicht so bewegt. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Hat sich das verstärkt von Schwangerschaft zu Schwangerschaft? Also bei mir ist es definitiv, also ich hatte bei Juna genauso große Angst wie jetzt. Es war mehr so hoch und runter. Bei Juna, also ich im Rückblick, finde ich, Junas Schwangerschaft war sowas von entspannt. Echt? Also da habe ich, ja, aber ich hab dir da so, also der Anfang nicht, ja, natürlich nicht. Der Anfang, ja. Aber dann so, aber dann so eigentlich ab der 13. Woche recht. Oder irgend sowas, weil da war meinerseits ein Vertrauen, ja, dir gegenüber da, das war der Wahnsinn. Also ich habe irgendwie immer gedacht, die macht das schon, alles super und sowas. Also ich meine, wir waren dann einen Tag vor ihrer Entbindung, waren wir wandern auf dem Berg hoch. Ja, und sowas. Total, weißt du, und, cool. Und jetzt mache ich mir zum Beispiel bei jedem Schritt, den du machst, irgendwie Gedanken, dass gleich das Baby rausfällt oder sowas. Der tut alles weh und so. Und das war eben bei Juna irgendwie alles gar nicht. Also wir haben da ja alles Mögliche gemacht die ganze Zeit. Und jetzt, also diese Schwangerschaft habe ich jetzt persönlich nicht als schön empfunden. Hm. Weil einerseits du leiden musstest und zweitens, weil ich mir halt immer irgendwie denke, hoffentlich geht das gut. Ich glaube, das potenziert sich so ein bisschen, weil man ja jetzt schon zwei Kinder noch hat, um die man sich halt außerdem noch kümmern muss. Weil je mehr Kinder man schon hat, ich finde, desto komplizierter ist das einfach auch alles. Ja, weil du rundherum so ein bisschen mehr organisieren musst, na klar. Man hat seinen Kopf halt einfach dafür nicht so richtig frei. Ja. Aber ich muss sagen, dass ich insgesamt jetzt auch total entspannt bin. Also klar, es ist nervig mit den Wehen und dass mir die Füße wehtun, aber so vom Grundgefühl her geht's mir gut. Also, weiß nicht, habe ich jetzt nicht so die... Aber empfindet man natürlich, also es kommt natürlich auch immer anders rüber, als man es selber empfindet. Glaubst du, diese Schwangerschaft könnte eure letzte sein? Könnte schon, ja. Aber es ist nichts in Stein gemeißelt. Aber wir wollen jetzt auch keine Gerüchte schon wieder in die Welt setzen. Das heißt nicht, dass wir jetzt in einem Jahr schon wieder ein Kind planen wollen. Also, aber es könnte natürlich passieren. Wenn ich jetzt nur für mich sprechen müsste, wäre die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass ich sage, drei Kinder reichen mir. Ja, geht mir auch so. Aber wie gesagt, in Stein gemeißelt ist nichts. Passieren kann immer was, gerade bei uns. Das Ding ist halt einfach, wir sind jetzt 25 und 24. Wir haben noch so lange Zeit, also... Das ist immer das, was ich mir so denke. Ey, in 10 Jahren können wir noch locker drei Kinder kriegen. Also weißt du, ich meine, wenn wir in 10 Jahren sagen, wir wollen jetzt noch mal drei, dann wird man das immer noch schaffen. Schaffen. Also so rein biologisch. Jetzt müssen wir mal kurz die Kamera neu starten. So, nächste Frage. Übrigens, sorry für meine Stimme und mein Geschniefel. Meine Nase ist einfach voll zu. Ich weiß gar nicht, warum. So, nächste Frage wäre, bekommt ihr Hilfe nach der Entbindung? Wir haben ganz, ganz viel Hilfe angeboten bekommen. Echt? Ja. Ja, dann meine Mama, meine Oma, deine Eltern sagen auch jedes Mal, sag Bescheid, deine Oma, auch für die Kinder. Also meine Oma zum Beispiel ist immer für sowas wie Kochen und Aufräumen und Haushalt helfen und sowas, das macht die total gerne. Und deine Familie, also so dein Stiefpapa und deine Oma, die ist so für Ausflüge mit den Kindern oder halt die Kinder einfach dahin holen, um uns zu entlasten und sowas. Also ich finde schon. Also ich habe das jetzt nicht, also nicht so verstanden werden, dass ich jetzt überrascht bin, dass da jemand hilft, sondern ich weiß nicht, das ist irgendwie so selbstverständlich. Also das hat uns jetzt niemand so, also mir hat zum Beispiel niemand gesagt, du, wenn er da mal Hilfe braucht, dann sagt er das. Sondern, das ist irgendwie selbstverständlich. So, ja. Also das steht im Raum, das weiß jeder und ist jetzt zum Beispiel auch so. Also jetzt kann ich auch meine Eltern anrufen, kann sagen, du, wir haben heute oder morgen das und das oder uns geht's nicht gut oder keine Ahnung was, könnt ihr euch mal um die Kinder kümmern. Dann klatschen die eigentlich dreimal in die Hände und sagen, ja klar, machen wir gerne. Ja. Also das haben wir auf alle Fälle. Und zusätzlich dazu kommt ja eigentlich auch eine Hebamme. Ja,
wenn es nicht gerade alles in Urlaubszeit fällt und sowas, da gibt es so ein paar Überschneidungen. Genau. Aber prinzipiell kommt dann auch eine Hebamme, die uns eben hinsichtlich des Babys ein bisschen unterstützt. Genau. Und alles andere, Wuppenmosch und so. Ja, da war, glaube ich, auch noch die Frage, ob wir Essen vorgekocht haben. Also so ein paar Sachen werden wir schon noch vorbereiten, ja. Also wir haben jetzt zum Beispiel einen Riesentopf-Frikassee eingefroren. Ja. Weil das sind so einfach so Kleinigkeiten, damit kann man sich selbst so ein bisschen entlasten. Und da versuchen wir schon, das Ganze jetzt nochmal in den letzten Wochen so zu organisieren, dass wir dann nicht irgendwie noch was Riesiges anfangen müssen erstmal. Ja. Wobei auch da, also wir wohnen jetzt nicht in der Zentralpampa. Es ist so, wenn, ja, ja, wenn man was zu essen braucht oder sowas, dann bestellt man sich was. Oder ich bin ja auch nie aus der Welt, also auch wenn ich kurz nach der Entbindung quasi nochmal arbeiten muss, selbst dann ist es so, dass ich immer sagen kann, Schatz, ich bin zu Mittag da oder keine Ahnung, bring was zu essen mit. Also wir haben rundherum schon einige Möglichkeiten, auch mal was zu essen kurzfristig zu besorgen. Das stimmt. Genau. Ja. Und ansonsten, wenn wir jetzt merken, boah, wir sind vollkommen überanstrengend, wir haben uns das ganz anders vorgestellt oder sowas, dann können wir auf jeden Fall auf viele Familienmitglieder zählen und auf Freunde zählen, die uns entweder mal die Kinder abnehmen, die uns hier mal beim Haushalt unter die Arme greifen oder das Baby eine Stunde fahren oder was auch immer, damit wir einfach halt mal ein bisschen Ruhe haben können oder uns eben um was anderes kümmern können. Also wir sind nicht alleine. Aber wir versuchen, und das müssen wir auch immer wieder dazu sagen, wir sind einfach die Typen dafür, so viel wie möglich alleine schaffen zu wollen. Ja. So, Franz, möchtest du auch einmal die Wehen erleben? Leidest du mit und würdest du Anna die Geburt gerne abnehmen, wenn du könntest? Nein. Also ich möchte keine Wehen erleben und ich möchte auch nie in die Lage gebracht werden, eine Geburt zu erleben. Du würdest nicht eine Wehe mal so ausprobieren? Nein, das ist für mich... Das würde ich sofort machen wollen. Die absolute Horrorvorstellung. Also ich frage mich immer wieder, also angenommen, es wäre jetzt tatsächlich so, dass ich eine Frau wäre. Oh mein Gott, es würde irgendwann dazu kommen, dass da die Möglichkeit einer Schwangerschaft bestehen würde. Ich hätte so einen Schiss, wenn ich mir vorstelle, wie da so ein Wesen von 3, 4 oder 5 Kilo ranwächst und das irgendwie aus mir raus muss. Das ist... für mich absolut unvorstellbar und ich möchte da nichts tauschen. Jetzt, wo du das so sagst, ist das auch irgendwie super merkwürdig. Das wollte ich nicht, aber also ich würde da definitiv nicht tauschen würden. Was war die zweite Frage? Leidest du mit? Ja, ich leide mit, auf alle Fälle. Ja, das stimmt. Er tut mir dann auch manchmal wirklich richtig leid. Also nachts versuche ich mitzuleiden, aber meistens schlafe ich vorher wieder ein. Ja. Es ist immer so, dann wache ich nachts halb zwei auf, sehe Anna sitzt auf dem Bett oder so, Schatz, geht's dir gut? Und Anna sagt, naja, ich habe schon, da schlafe ich schon wieder. Schatz, brauch's ihm gar nicht sagen. Es tut mir total leid. Ich sag deswegen auch in der Nacht immer nur, ja, alles gut, ich setze mich nur kurz hin und dann stehe ich auf, gehe duschen, rasiere mich, mache hier irgendwelche Videos oder sonst irgendwas. Also es tut mir wirklich unheimlich leid, wirklich. Also ich leide dann tagsüber mit. Ja, und auch wenn es zur Geburt kommt, leidest du auch mit. Ja. Es sei denn, ich muss Auto fahren. Dann aber, habe ich das ja, okay. Aber ich hätte wirklich gedacht, so eine Wehe mal ausprobieren, wie es echt nicht. Ja, aber irgendwer hat ja gesagt, es fühlt sich an, wie wenn man mal groß aufs Klo muss. Und von daher ich weiß ja nicht. Also meine Eltern sagen mir immer wieder, dass ich früher teilweise 14 Tage nicht auf Toilette war. Ich glaube, das kommt dem schon so ähnlich. Schatz. Also als kleines Kind. Also, nächste Frage. Könntet ihr euch vorstellen, Hebamme zu sein? Nein. Auch nicht? Nein, das wäre eine Verantwortung, die ich mir nicht... Also das könnte ich nicht. So solche krassen Entscheidungen zu fällen und da zu sagen... Also ich würde wahrscheinlich immer davor stehen und sagen, ich glaube, das muss ich doch mal einen Arzt angucken. Also da, Hut ab vor den selbstbewussten Männern und Frauen, die das machen, aber ich könnte das nicht. Ich könnte es mir tatsächlich vorstellen, aber ich weiß nicht, ob ich es ernsthaft in Angriff nehmen würde. Also ich könnte mir vorstellen, dass das voll was für mich wäre. Aber ich bin auch zu wenig informiert, weil da gehört ja weitaus mehr dazu, als das, was man jetzt so im Fernsehen sieht. Oder nach außen hin von der eigenen Hebamme mitbekommt. Ja, vor allem kriegst du ja zum Beispiel nicht das mit, also diese krassen Fälle, die kriegst du ja oft nicht mit, was du da so erlebst. Ja, und auch so. Also wenn man ein Kind mit einer Behinderung geboren wird oder vielleicht eins, was kurz danach stirbt oder so. Mhm. Das sind ja, glaube ich, die Sachen, die du dann auch als Hebamme erstmal verkraften musst. Ja, das stimmt. So, letzte Frage. Wollt ihr mit Stoffwindeln wickeln? Ja!
aber nicht ausschließlich. Also, wir haben uns für eine Kombination aus Stoffwindeln und Wegwerfwindeln entschieden. Wir haben uns das im Prinzip halt einfach so vorgestellt, wir wollen nichts irgendwie so mega krass, also wir machen jetzt nur... Ich habe dich sogar gerade geschlagen, kannst du da müde sein? Also wir machen jetzt nur das oder nur das, sondern wir haben uns so vorgestellt, zu Hause wollen wir hauptsächlich mit Stoffwindeln wickeln, einfach auch, um kein Müllproblem hier zu kriegen. Wenn ich mir so vorstelle, wie viele Windeln wir am Anfang benutzt und weggeschmissen haben, das würde gar nicht in die Tonnen hier passen. Und der Weg zu unserer Tonne ist echt umständlich. Nein, und auf der anderen Seite sind wir vollkommen überzeugt vom Prinzip Stoffwindeln, dass da nur Naturfasern halt an Babys Po kommen, dass das Ganze einfach halt, wie gesagt, weniger Müll macht. Und es macht auf jeden Fall auch Spaß, also mir zumindest. Ich freue mich sowas von richtig doll aufs Wickeln. Die Stoffwindeln sind jetzt nämlich hier letztens angekommen. Ich habe auch schon ein Video dazu gemacht, aber ich weiß nicht, ob es vor oder nach diesem Video online kommen wird. Genau. Aber vor allem du könntest dir halt vorstellen, unterwegs eher mit Wegwerfwindeln zu wickeln. Ja. Und deswegen wollen wir keins von beiden halt ausschließen. Und wir haben uns jetzt halt für das... bei den Stoffwindeln für das System der All-in-One-Windeln entschieden, in Kombination mit Überhosen und Prefold-Einlagen, aber dazu dann alles später mehr. Und das Ganze in Kombination mit den Lilly-Doo-Windeln, weil das sind einfach die Windeln, mit denen wir die allerbesten Erfahrungen gemacht haben. Die haben wir ja auch bei Juna uns monatelang über dieses Windel-Abo gekauft und waren und sind nach wie vor sehr, sehr zufrieden damit. Lass die Fliege leben. Lass sie. Oh, jetzt ist sie hier drin. Naja, da kann sie auch leben. Oder nicht? Jo, also ich dachte halt einfach nur mit dem Zuhausewickeln, da habe ich halt gedacht, ich würde jetzt ungern mit so einer vollen Stoffwindel, die vielleicht vollgekackt ist, irgendwo dann durch die Stadt laufen, weil ich die dann irgendwie verstauen muss. Deswegen würde ich dann lieber eine Wegwerfwindel nehmen, aber wenn jetzt gerade das Baby eine frische Stoffwindel hat und wir entscheiden uns dann dazu, kurz rauszugehen oder so, dann würde ich jetzt nicht extra wechseln. Genau. Also auch da gibt es ja Möglichkeiten, das zu handhaben. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel wüsste, wir sind den ganzen Tag irgendwo draußen unterwegs, im Freizeitpark oder keine Ahnung wo, dann würde ich mich halt für die Wegwerfwindel entscheiden. Genau, wir haben halt einfach gesagt, wir lassen das komplett offen und ja, weil ich finde das dann auch blöd, wenn man sagt, wir wickeln jetzt nur mit Stoffwindeln und dann hat man noch eine Wegwerfwindel dabei, das ist irgendwie doof und deswegen, wir wissen von Anfang an eigentlich, dass wir es nicht zu 1100% umsetzen mit den Stoffwindeln, sondern deswegen haben wir uns das einfach so vorgestellt, dass es halt zu Hause so ist und wir aber offen sind halt auch einfach die anderen zu benutzen, wenn es uns praktisch erscheint. Für uns ist das einfach die beste Lösung. Und mit dieser schönen Lösung können wir uns jetzt aus dem Video verabschieden, weil ich kriege nämlich gleich gar keine Luft mehr. Also wir sind da, wie gesagt, auch einfach ganz offen und ehrlich. So machen wir das. Und wir verabschieden uns recht herzlich mit dem Malermarsch. Nein, ernsthaft. Dankeschön fürs so lange Start die Zeit. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen, dass ihr so lange dran geblieben seid. Wir hoffen, eure Fragen konnten gut beantwortet werden und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, ihr Lieben. Schaut auf Instagram vorbei, dann kriegt ihr auch den Fragen-Freitag-Aufruf mit. Nicht? Ich hab gerade schon erst Lust, die 7 Kopf. Wir gehen jetzt. Bis später, ihr Lieben. Ciao.